Die Apostelgeschichte endet sehr nüchtern, ganz schlicht. Obwohl so eine kraftvolle Botschaft ist, bin froh, endet hier die Geschichte nicht, sondern es geht mit uns weiter. Darum verlömmert Waldeckstrasse 5, ich packe die Kamera und fahre zu euch heim. Die Reise führt auf Iseltwald, Matten, Unterseen. Ich möchte gerne wissen, in dem Jahr, wo wir da gemeinsam mit der Apostelgeschichte unterwegs waren, welche Botschaft hat etwas ausgelöst? Was ist in Gang gereicht worden? Welche Ermutigung wagen wir zu formulieren? Welche Hoffnung schöpfen wir? Kommt mit mir mit auf Iseltwald, auf Wilderswil, auf Matten, auf Interlaken, Unterseen. Nehmt Anteil, was die Apostelgeschichte ausgelöst hat, weil sie geht mit uns weiter. Der erste Impuls hören wir aus einem mir vertrauten Ort. Andrea erzählt, was sie gerade jüngst erlebt hat und wie das Erlebnis sie an die Apostelgeschichte hat erinnern lassen. Kommt mit in den Birkenweg! Ich bin letzten Sonntag an die Apostelgeschichte erinnert worden, wo wir Päckchen eingepackt für die Päckchenaktion. Mit 15 Leuten haben wir uns getroffen in der EMK und da hat es wirklich vom Kleinsten bis zum Ältesten mit grauen Haaren alles gehabt, durch alle Generationen. Und während dem Päckchen einpacken habe ich das Treiben ein bisschen beobachtet und ich habe realisiert, dass wirklich jeder seinen Teil dazu beitragen kann. Sei es die Kinder, die auch helfen können, Sachen in Päckchen einpacken, oder die Eltern, die die Päckchen dann schön in Geschenkpapier verpacken. Alle haben einander in die Hand gespielt. Und es war so eine richtige, geschäftige Harmonie gewesen. Mir ist bewusst worden, dass das nur in der Gemeinde von Jesus möglich ist. Dass sich generationenübergreifend Menschen treffen und ihre Einheit an etwas dran sein können. Ich begegne dem sonst nie. Weil sonst in dieser Welt ist man immer unter seinesgleichen, immer mit den Gleichaltrigen mehr oder weniger. Das Generationenübergreifende sehe ich sonst nicht. Und das zu sehen dann an diesem Sonntag hat mein Herz froh gemacht und hat mir Mut gemacht, dass auch trotz dieser Corona-Zeit die Gemeinschaft möglich ist und dass ich mich jetzt schon wieder freue, wenn wir uns alle zusammen wieder treffen können. Postleitzahl 3812, die gehört Wilderswil. Kommt mit mir mit in den Garten von Deborah Schlegel. Ja, mir ist in der Predigt vom 1. November über die Apostelgeschichte 25 und 26 ist ein Satz mir besonders gehangen. Und zwar der: Im Zusammenbruch von meinem Leben geht der Weg mit Jesus weiter. Und das hat mich mega bewegt. Und zwar, weil ich genau das bezeugen kann, dass das wahr ist und dass ich das erlebt habe. Dass dort, wo meine Schwierigkeiten im Weg zu gross werden, dort, wo ich Schwierigkeiten erlebe in beruflichem Umfeld oder gesundheitlich, da, wo ich meine Vorstellungen, meine Wünsche und meinen Weg ein bisschen muss aufgeben muss, zu entdecken, da geht der Weg mit Jesus weiter. Und ich habe mich gefragt, wieso ist es so, dass der Weg mit Jesus weitergeht? Und da ist mir Johannes 14,6 in Sinn gekommen, der sagt Jesus selber, ich bin der Weg. Und das ist genau das, die Begegnung, das Unterwegssein mit Jesus, das weiterführt. Es ist nicht eine spezielle Methode oder Strategie, es ist nicht meine eigene Leistung, sondern es ist Jesus, der mich weiterführt. Und dann habe ich den Vers weitergelesen und dann steht es auch, woher dass es mich führt. Und zwar zum Vater im Himmel. Und genau das ist der Weg, den ich gehen will und ich euch ermutigen will. Geht den Weg mit Jesus. Egal wie klar im Moment der eigene Weg ist oder vielleicht eben gar nicht klar. Egal wie neblig das ist, auch wenn der nächste Schritt nicht klar ist. Es ist wahr, Jesus ist der Weg und dieser Weg führt zum Vater im Himmel. Für mich ist die Apostelgeschichte hier nicht fertig, sondern es ist wie ein Stafettenlauf. Jetzt geht es weiter in meinem Leben, in meinem Umfeld, in meiner Familie. Und darum gebe ich da die Stafette weiter an Nächsten. Zurück in der Waldeck. Schleichen wir das Stegenhaus drauf, klöpfen an die Türen vom Tömu Matter und fragen, welche Botschaft ihn bewegt hat zur Apostelgeschichte. Ich möchte auch einen Stab aufnehmen aus der Apostelgeschichte, und zwar
den aus dem Kapitel 3 und 4. Der Johannes und der Petrus haben dort am goldenen Tor beim Tempel einen Lahmen durch Jesus gesund gemacht. Und das hat riesige Diskussionen gegeben. Und der Hohe Rat hat die zwei auch recht zusammengestaucht und bedroht. Jetzt sind sie so ein bisschen eingeschüchtert zurück zu der Gemeinde gekommen und haben ihnen alles erzählt, was passiert ist. Und auch die waren erschüttert gewesen, dass da so viel Ablehnung da ist und Widerstand. Und jetzt haben die miteinander angebeten. Und das Gebet, muss ich euch sagen, hat mich extrem beeindruckt. Weil ich, wenn ich bete, bin ich eher ein Jammeronkel. Ich sage so, ja, Herr, du kannst doch jetzt schauen, dass der Hohe Rat ein bisschen lieber ist. Oder dass der Hohe Rat erkennt, dass du der Herr bist. Und so weiter. Und wie du gemeint beten, die beten, Herr, du siehst, dass sie uns drohen. Gib uns jetzt eine Kraft und den Mut, dass wir weiterhin deiner Botschaft sagen können. Und streck die Arme aus, schaff Heilige, Zeichen und Wunder. Und das ist doch wirklich ein beeindruckendes Gebet, oder? Und ich habe mich selber wirklich ermutigen gesehen und werde jetzt ab sofort auch immer so beten und ich tue auch so beten. Herr, du siehst manchmal die Gleichgültigkeit von unserer Gesellschaft. Du siehst, dass ich dir im Weg stehe. Du siehst, dass wir miteinander etwa dir im Weg stehen. Gib uns den Mut, deine Botschaft zu sagen. Streck deine mächtige Hand aus. Schaff Heilige, Zeichen und Wunder. Amen. Und das Gebet, das befreit mich echt. Die nächste Etappe führt uns in die Haushaltung von Gabi Schelb. Sie teilt mit uns die Apostelgeschichte 12. Wir nehmen Anteil an ihren Gedanken und ein Gefühl. Also mich persönlich hat in der Predigtserie von der Apostelgeschichte eine Predigt ganz besonders berührt. Und ich mag mich erinnern, wir haben die im Mai gehört. Und zwar war das die Apostelgeschichte 12. Und es geht dort darum, es wird geschrieben von Jakobus und von Petrus. Ja. Was mir dort ganz speziell aufgefallen ist, dass im Vers 2 einfach gestanden ist, Jakobus hat den Herodes gefangen genommen, gefoltert und enthauptet. Das ist nur in einem Vers beschrieben. Während dem von Petrus nachher ein ganzes Kapitel handelt. Ich habe mich dort gefragt, der Jakobus ist gestorben, der Petrus hat weiterleben. Was ist da jetzt passiert? Und da hat es nur mal einen Punkt gehabt, der mich sehr berührt hat, nämlich was die Gemeinde gemacht hat. Die Gemeinde ist zusammengekommen und wir lesen, dass sie im Gebet waren. Sie haben verharrt in dem Gebet für den Petrus dann. Und als ich das so gelesen habe, sind mir so der Gedanke durch den Kopf, ja, der Jakobus ist gestorben, der Petrus hat weitergelebt. Es hätte ja können sein, dass die Gemeinde jetzt in eine Rebellion reingekommen wäre. Aber das war nicht, wir lesen nur, sie haben im Gebet verharrt. Das hat mich berührt und ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, wie ist es auch, wenn in einer Gemeinde zwei schwerkranke Personen sind. Es wird für beide gebetet, die eine Person stirbt, die andere überlebt. Was passiert dann in der Gemeinde? Wie gehen wir mit dem um? Ich habe dann ganz fest gespürt, nein, es ist Gottes Wille und ich entscheide mich für das Vertrauen zu unserem Herrn. Ich weiß, er macht es richtig. Ich verstehe nicht immer alles und ich muss auch nicht immer alles verstehen. Aber es ist mir auch bewusst geworden, wie wichtig das gemeint ist. Ich habe wieder neu gespürt, wenn ich dann einmal in dieser Situation wird sein, wo ich vielleicht dann auch wird sterben, wie dankbar bin ich, wenn ich weiss, ich habe eine Gemeinde im Rücken, die für mich wird im Gebet einstehen. Vielleicht gibt es Momente, wo ich nicht mehr beten kann, aber ich weiss, die Gemeinde betet für mich. Und dass die Gemeinde aber für mich beten kann, braucht es auch, dass ich mich öffne. Ich
muss, wenn ich Gebet brauche, muss ich das auch bringen. Sei das im Hauskreis, sei das ein Melden in die Gebetskette, sei das Gespräch mit dem Pastor. Oder vielleicht gehe ich auch nur auf zwei, drei Mitgeschwister zu und frage um Gebet. Und ich habe gemerkt, wie kostbar das ist, zu fragen, kannst du für mich beten? Darf ich meine Sorgen dir anlegen? Und mir ist einfach neu bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass wir in der Gemeinde füreinander beten können. Und ich bin überzeugt, es liegt ein riesen Segen auf diesen Gebet. Ich sollte jetzt zurück in die Waldeck, um den Tom zu filmen für eine Videobotschaft. Aber ich könnte ja gerade bei dieser Gelegenheit ihn fragen, was ihn bewegt hat zur Apostelgeschichte. Welche Folgerungen oder Schlussfolgerungen er gezogen hat von diesem Buch. Genau das machen wir. Apostelgeschichte hat viele berührende Momente für mich gehabt. Zwei Sachen sind mir besonders wichtig geworden. Das eine markiert den Anfang und das andere für mich persönlich wieder Schluss, eine Zusammenfassung vom Ganzen. Und zwar, die Eröffnung war der Matthias, der gesagt hat, es ist eine Weiterführung, es ist nichts Neues, wo in der Apostelgeschichte gekommen ist. Und für das steht dieser Zwirbel für mich. Jesus ist in eine Welt gekommen, wo und in ein Volk, das völlig fragmentiert war und in den unterschiedlichsten Richtungen gezogen hat. Und das Ziehen in verschiedenen Richtungen ist so wie die Fliehkräfte vom Zwirbel, die eine riesige Spannung auslösen. Und Jesus ist gekommen und hat Mitte gestiftet. Funktioniert nicht so gut, ich bin nicht ein professioneller Zwirbler. Aber Jesus hat eine Mitte gebildet und trotz seiner Fliehkräfte hat die Mitte ermöglicht, dass das, was da geschieht, kann drehen. Die Spannung lässt den Zirbel, die Fliehkräfte lässt den Zirbel aufrecht stehen. Dann kommt der Heilige Geist und er wird die neue Mitte. In dem, dass er Jesus in dieser Welt weiter verkörpert, erfahrbar lassen werden und reinwirkt. Und wir merken, dass in der Apostelgeschichte die Fliehkräfte noch zunehmen. Es sind nicht nur die Juden, die in ihrer ganzen Vielfalt eine Mitte brauchen, sondern der Heilige Geist wird Mitte der ganzen Welt. All die Völker werden reingeholt. Es braucht sie. Das fordert mich mega raus. Ich merke, heute die Gemeinde ist nicht anders als damals. Wir sind so unterschiedlich. Da ist so eine Breite da. Und wir brauchen die Mitte. Und nur Jesus durch sein Geist kann die Mitte sein, auch bei uns heute. Und nur mit ihm in der Mitte behaltet all das zusammen. Das macht enorm demütig und fordert enorm raus. Ohne ihn haben wir keine Chance. In dieser Breite innen können miteinander unterwegs sein. Und da kommt die zweite Botschaft rein, wo ich mich an Stefan und Tom Matter erinnere. Fast am Schluss, nicht ganz am Schluss. Die Botschaft, die sie gemacht mit dem Würfel. Mit all diesen Höchst und Tiefs, diesen Highlights und diesen tiefen Tälern. Und die Botschaft war ja dann, manchmal können wir nur ein Eis würfeln. Aber Gott tut dann sein Sechse dazu und dann gibt es ein Siebni. Und in unseren Spitzenmomenten, da können wir sogar, vielleicht sogar ein Sechse oder ein Fünfe bringen. Und dann tut Gott ein Zwei und ein Eins dazu und es gibt wieder Sieben. Wenn ich mich auf die Gemeinde einlasse, trotz ihrer Spannungen, wenn wir uns aufeinander einlassen, trotz allen Unterschieden, dann sind das manchmal absolute Highlights und manchmal sind es ganz grosse Herausforderungen. Aber ich darf darauf vertrauen, wenn ich mich auf die Gemeinschaft einlasse, mit Jesus, mit seinem Geist in der Mitte, wird Gott sein Nötige dazu beitragen, dass es ein Siebni gibt, dass es ganz wird, dass es heil wird. Und diese zwei Sachen, die sind mir mega wichtig geworden und haben mich bestärkt in unserem Unterwegssein
Ich will mich auf die Gemeinschaft einlassen. Und immer trachten, dass Jesus in dieser Mitte ist, trotz aller Fliehkräfte. Dass Jesus durch seinen Geist in unserer Mitte wirkt, trotz aller Fliehkräfte, die da sind. Auch wenn die vielleicht sogar noch grösser werden, wenn neue Menschen dazukommen. Er soll Mitte sein. Ich will mich darauf einlassen, auf ihn einlassen und darauf vertrauen, dass er das Nötige dazu beiträgt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Dass es heil wird. Und jetzt fahren wir erneut zurück auf Wilderswil und nehmen Anteil, was Lea Hafner bewegt hat. Mit mir geht die Apostelgeschichte eben auch weiter. Ich kann mich an einen Predigt erinnern, den wir im Mai gehört haben, und zwar über die Apostelgeschichte 12. Dort wird berichtet von den beiden Jüngern, am Jakobus und dem Petrus, wo beide etwas erlebt haben. Es wird ganz kurz berichtet vom Jakobus, wie er gefangen genommen worden ist und hingerichtet worden ist. Und viel, viel ausführlicher über Petrus, der im Gefängnis war und auf wunderbare Art und Weise, eben durch einen Engel, aus dem Gefängnis herausgeführt worden ist. Diese beiden Geschichten haben mir wieder neu bewusst gemacht, dass ein Leben als Christ mit Gott nicht einfach nur jetzt gut verläuft und alles nur heile Welt ist, sondern dass beides kann vorkommen, das Schwierige und das Schöne. Und diese Erkenntnis oder das Bewusstwerden hat in mir wie so etwas ausgelöst. So eine Art eine Entscheidung. Also wenn es so ist und beides kann vorkommen, ob man nicht das Christsein kann messen kann, ob es jetzt an dem, wie es jetzt verläuft, dann will ich mich eigentlich an den Verheißungen und an den Zusagen, die ich in der Bibel lesen kann, festhalten. Und lernen, mein Vertrauen in Gott zu setzen, unabhängig von dem, wie es mir jetzt gerade geht, wie ich mich fühle, wie mein Leben verläuft. Und als ich mir das so wie überlegt habe, habe ich gemerkt, eigentlich habe ich das Grundvertrauen in Gott noch gar nie verloren. Und das deute ich jetzt eigentlich eine Art wie ein Petrus-Erlebnis. Das ist nicht, weil ich jetzt das so gut gemacht hätte, sondern das wird mir geschenkt. Also das ist schon wieder ein Wunder. Und das finde ich ganz enorm, nicht ganz einfach, aber es ist so ein Punkt in meinem Leben, wo ich sage, mal unabhängig von dem, was passiert, möchte ich Gott vertrauen. Unser nächstes Etappenziel führt uns zum Max Lutz aus Untersinn. Der gibt mir bestimmt einen Kaffee zum Trinken. Und bei dieser Gelegenheit frage ich ihn, welcher Gedanke er sich gemacht hat zur Apostelgeschichte. Welchen Zuspruch schenkt er uns als Gemeinde? Jetzt gibt es Kaffee. Ja, die Apostelgeschichte hat uns ja gezeigt, dass Jesus seine Versprechen hält, dass wir auf ihn zählen können. Was er versprochen hat, hat er gemacht. Er hat uns den Heiligen Geist geschickt, geht sofort. Und den haben wir empfangen und der hilft uns weiter auf unserem Weg. Und was ich eben gut finde, ist, dass er eben die Apostelgeschichte aneinander durchgenommen haben, jeden Sonntag, Fortsetzung, damit man ein ganzes Buch im Herzen hat und im Gedächtnis hat, dass man es behaltet. Weil wenn man nur gerade so Ausschnitte aus der Bibel liest, dann hat man den Zusammenhang nicht. Und da von der Apostelgeschichte, da habe ich jetzt den Zusammenhang, glaube ich, darf ich sagen, richtig. Aber schlussendlich war es reine Gnade gewesen, dass Paulus zum Glauben gekommen ist. Und das, also Saulus. Und das beweist ja, dass Gnade alles ermöglicht. Ja, also eben, die Apostel haben ja gezeigt, wie sie auf Jesus eingegangen ist. Und Jesus hat ihnen die Kraft ja auch gegeben. Sie haben uns mehrfach gezeigt, was gehorsam Glauben
Dienen, Vertrauen, Hoffen, Hingabe, Demut, Treue bedeutet. Und ihre Opferbereitschaft ist trotz grosser Widerstand immer vorhanden gewesen. Trotz allem hat der Paulus eben 3 Missionsreisen gemacht. Und nicht nur hin, er ist am Zurückreisen, ist dann auch alle seine Gemeinden, die dank ihm gegründet worden sind, ist er besuchen, hat er besorgt um seine Gemeinden, das sind seine, wie seine Kinder. Und das ist die richtige Hingabe, eben aus dem Herzen. Das spürt man aus allem raus so fest. Der Sinn ist, dass man Gemeinschaft hat. Eine Predigt hören, ja, das kann man auch digital, aber das ist eben Monolog. Aber da könnte man noch viel, oder müsste man noch viel machen. Das Zusammenleben Zusammenarbeiten mit der EMK habe ich persönlich nur als Vorteil gesehen, weil ich ja viel mehr Leute kennengelernt habe. Vor allem hat es in der EMK eben viele Alte, und die sind auf unserer Stufe. Und wir verstehen uns besser, wie die mit Teenagern. Das ist ja klar. Und die EMK hat so viele Alte, und wir haben viel, sehr viel Kontakt jetzt in der EMK. Und jeder Kontakt freut mich. Wenn ich unterwegs jemanden ziehe und um ein Sali oder eben ein paar Worte rede, das stellt mich auf. Weil ich bin nicht vom Bödeli. Ich bin hier ein Fremdling. Aber ich fühle mich überhaupt nicht fremd, weil ich immer wieder Leute sehe, die man gerne kontaktiert. Ja, also für jeden Kontakt habe ich Freude. Also durch die ganze Apostelgeschichte hat man immer wieder Bestätigung gehabt, Jesus hat alles noch mehr, als was er versprochen hätte gegeben. Und die Apostel haben ihm der erwiesen mit ihren Handlungen. Und haben ganz sicher massenhaft zum Glauben gebracht und dadurch errettet. Jesus hat den Tod besiegt und auch wir haben ewiges Leben, wer Jesus glaubt. Und mit dieser Hoffnung können wir die Apostelgeschichte abschließen und überzeugt sein, wir haben bereits einen Platz im Buch vom Leben gefunden. Amen. Ich will es versuchen, den Stab nehmen, so wie Thomas am Schluss gesagt hat, und die Geschichte in meinem Leben weiterführen. Gib mir Kraft dazu, Herr. Du hast gezeigt, dass du das kannst. Du bist mächtig. Danke. Die letzte Reise führt uns, der See hinter mir verratet, nach Iseltwald. Willkommen bei Ueli und Esther Grimm daheim. Dann noch nicht gesagt hat, wegen dem Stab. Wegen der Stafette. Und dann hat es bei mir angefangen zu rattern. Und dann ist mir so gekommen, der Paulus hat ja gesagt, oder, ich bin um Lauf. Ich mache den Lauf und will ein bisschen Schluss machen. Und das ist meine Aufgabe, eben Stafette, also jetzt in dem Fall Stafettenstab, verteilen, dass es weitergeht. Für das bin ich eigentlich da, das Evangelium zu verbreiten. Einfach, dass und ich will laufen, bis ich den Kranz habe. Und das hat nachher angefangen zu feiern. Und nachher habe ich angefangen zurückzudenken, oder? Dann habe ich angefangen zurückzudenken, was sagt mir die ganze Apostelgeschichte? Dass nicht fertig ist und dass es nicht um Paulus geht, sondern es geht um Jesus. Also, ja. Wir müssen nicht wissen, wie es mit dem Paulus ist fertig gegangen. Wir nehmen uns nicht wunder, wie Jesus gelebt hat. Und das ist, ja, das ist das 20. das erste Mal. Bis jetzt habe ich auch immer gedacht, wie ist es denn weitergegangen? Aber es geht um Jesus und nicht um Paulus. Ja. Und was mir eben nachher, der Glatt, er hat ja Gelben gehabt. Ja. Der glaubst du, da wird mir so komisch tücht. So geschliffen, so... Und dann hat Esther gesagt, jetzt sollten wir eigentlich etwas machen mit denen. Ich habe da schon die Bänke gereicht, ab der Weg. Können wir schon etwas machen?
Und wenn man jetzt den Benko anschaut, ja, das wäre ohne Stab. Der hat noch Äste, der hat noch Kante. Das bin ich. Und wenn ich jetzt eine Predigt vom Würfel nehme, ich habe Ecken und Kanten, bin nicht schön geschliffen. Und bin vielleicht eben nur ein 3. Dann tut der 4 dazu. Ja. Oder? Und darum hat es mich eigentlich gar nicht. Oder wenn man anschaut, ein bisschen abgeschliffen. Ja, das sind unsere Knörz, die abgeschliffen werden im Leben. Aber das Wichtigste ist das drin. Ja. Wirklich nicht. Sie sind rau. Aber genau die, die sie brauchen. Petrus war rau. Und die anderen waren auch rau. Raubolzige. Oder? Wenn ich Teig habe. Oder so. Aber er hat sie gebraucht. Da ist etwas graviert drauf, gell? Ja. Das ist der Link, von der letzten Predigt, oder wo man Predigen kann hören kann. Und mir hat es gedacht, das wäre noch also als Andenken. Wäre das noch schön, wenn man den Link irgendwo noch hätte. Dass man nachher könnte nachhören, was die verschiedenen Predigen, wie das eigentlich wahnsinnig einfach zusammenhängt, das Ganze.